Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Normalerweise kaufen wir einen hochwertigen großen Monitor, um bequem am PC arbeiten zu können. Aber in den meisten Fällen wissen wir gar nicht, dass wir ihn einfach an die Systeminhalt anschließen und ihn so einstellen können, dass das Bild auf ihm besser wird und sein größeres Potenzial für zur Arbeit ausgeschöpft wird. Wahrscheinlich haben Sie schon bemerkt, dass mit der Zeit Ihr Kopf und Ihre Augen anfangen zu schmerzen und Ihre Arbeit zu Tortur wird. In diesem Video zeige ich Ihnen, was das Problem ist und wie Sie es lösen können, indem Sie Ihren Bildschirm kalibrieren und an Ihre Augen anfassen. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internetbrowserverlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Dies kann unter allen Windows-Versionen durchgeführt werden, aber ich würde es unter Windows 11 tun. Gehen Sie zunächst zu den Windows-Einstellungen und öffnen Sie die Anzeigeeinstellungen. Um die Einstellungen auszuwählen, müssen Sie den Nachtmodus deaktivieren. Wenn Ihr Monitor HDR unterstützt, brauchen Sie meine weiteren Anweisungen nicht zu befolgen, da Ihr PC es sofort anpasst, wenn HDR aktiviert ist. Wenn Ihr Monitor diese Funktion jedoch nicht unterstützt, fahren wir fort. Kalibrierung der Bildschirmfarben. Drücken Sie auf Startmenü und schreiben Sie Bildschirmfarben kalibrieren. Wichtiger Hinweis: Wenn Sie den Bildschirm richtig kalibrieren wollten, müssen Sie in der Mitte vor dem Bildschirm sitzen, so wie Sie jeden Tag arbeiten. Sie erhalten dann ein Fenster wie dieses. Wie Sie sehen können, wurden ein Hinweise in Form von Schritten für die richtige Einstellung gegeben. Wenn Sie mehrere Monitore haben, ziehen Sie dieses Fenster auf den Monitor, den Sie einstellen möchten, und gehen Sie auf die Schaltfläche weiter, die sich unter rechts befindet. Um mit den grundlegenden Farbeinstellungen für Ihren Bildschirm zu beginnen, drücken Sie die Menütaste auf den Bildschirm. Diese Taste befindet sich in der Regel auf der Seite des Monitors, in unserem Fall auf der rechten Seite der unseren Abdeckung. Schauen Sie im Handbuch Ihres Bildschirms nach, wo sich welche Taste befindet und was sie bewirkt. Setzen Sie alle Parameter auf die Standardwerte und klicken Sie auf Weiter, um im Kalibrierungsfenster vorzufahren. Wir sehen, dass wir aufgefordert werden, das Gamma wie im Beispiel in der Mitte einzustellen. Drücken Sie daher auf die Schaltfläche weiter. Der Schieberegler sollte so eingestellt werden, dass die hervorgehobenen Punkte kaum wahrnehmbar sind. Anpassen von Helligkeit und Kontrast des Bildschirms. Der nächste Schritt ist die Einstellung von Helligkeit und Kontrast des Bildschirms. Dazu benötigen Sie die bereits erwähnten Anzeigeeinstellungen. Wenn Ihnen die Standardhelligkeit gefällt, können Sie auch auf Helligkeit und Kontrasteinstellung überspringen. Stellen Sie in der Bildschirmeinstellungen die Helligkeit wie auf diesem Foto so ein, dass das X kaum zu erkennen ist, aber die Jacke und der dunkle Hintergrund auf der Rückseite nicht ineinander übergehen. Die Kontrastleistung bedeutet, dass Sie zwischen der dunkleren und sehr hellen Teilen des Bildes vergleichen. Richten Sie die Einstellungen auf der nächsten Seite des Fotos so aus, dass die Falten und Knöpfe des Helms sichtbar sind. Anfassen der Farbbalance.
Der nächste Schritt ist die Erstellung der korrekten Farbvalenz durch Anpassung des richtigen Grautons. Wir stellen den gewünschten Farbton ein. Nun fordert das System Sie auf, die Änderungen, die Sie an unserem Bildschirm vorgenommen haben, zu bewerten. Dazu können Sie eine der Schaltflächen vorherige Kalibrierung oder aktuelle Kalibrierung drücken. Wenn Sie mit den Ergebnissen der von Ihnen vorgenommenen Anpassungen zufrieden sind, klicken Sie auf Fertigstellen, damit Sie für die künftige Verwendung übernommen werden. So setzen Sie den Monitor auf seine ursprünglichen Einstellungen zurück. Um die Einstellungen auf Ihren ursprünglichen Zustand zurückzusetzen, klicken Sie auf Abbrechen. Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen, die Sie über die Bildschirmtasten vorgenommen haben, nicht zurückgesetzt werden. Sie müssen sie gegebenenfalls manuell zurücksetzen. Wenn Sie sich nicht erinnern können, welche Einstellungen im Menü Ihres Monitors vorgenommen wurden, handelt es sich wahrscheinlich um die Standardeinstellungen, Werkeinstellungen. Um zu diesen Einstellungen zurückzukehren, verfügen alle Monitore über eine Funktion zum Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen. Suchen Sie in den Einstellungen nach diesem Menüpunkt und wählen Sie ihn aus. Texteinstellung Klärtopf. Jetzt ist es Zeit für den letzten Schritt, die Texteinstellungen. Beachten Sie, dass es im Auswahlmenü der Kalibrierungsversion eine Option zur Aufführung des Klärtopf Tuning Tools gibt. Dies ist die Funktion zur Anpassung des vom Monitor korrekt angezeigten Textes. Aktivieren Sie die Option Create Tube und klicken Sie auf Done. Wählen Sie eine der Schriftoptionen aus, die Ihnen am lesbarsten erscheint und klicken Sie auf Fertig. Die Anpassungen werden übernommen. Um die Klärtopf-Funktion zu deaktivieren, geben Sie Klärtopf in das Windows-Suchfeld ein, starten Sie das entsprechende Tool und deaktivieren Sie es, indem Sie das zuvor markierte Kontrollkästchen entfernen, fehlgeschlagene Bildschirmkalibrierung. Wenn die Kalibrierung Ihres Bildschirms auf irgendeinem Grund fehlschlägt und Sie keine Möglichkeit haben, sie wieder in den Normalzustand zu bringen, kann eine neue Installation des Grafikkalibers helfen. Wir haben ein separates, detailliertes Video auf unserem Kanal, wie kann man einen Grafikkalibertreiber herunterlädt und installiert. Siehe den Link in der Beschreibung. Wie Sie sehen, ist die Werkkalibrierung des Bildschirms nicht immer optimal und für jeden Benutzer geeignet. Jeder hat ein anderes Augen und andere Bedingungen für die Nutzung des Monitors. Es ist jedoch nicht schwierig und manchmal sogar wünschenswert, die Kalibrierung des Monitors an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.